Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin Silphi, ich bin leider krank. Ich mache jetzt ein Tutorial für die Gangplank Barrel Combos. Ich wurde von vielen Leuten darauf angeschrieben: Silphi, kannst du das nicht mal ein Tutorial machen? Ich verkacke das, welche Tricks gibt es und so weiter und so fort. Deswegen bin ich jetzt hier in einem Custom Game, um das Ganze einmal zu machen. Es gibt eigentlich die normale Standard Combo. Das heißt, wir machen eine Barrel, machen danach eine zweite und lassen sie explodieren. Hierbei ist es generell immer ganz wichtig, das ist eine Sache, die ich euch auch empfehle, dass ihr euch daran gewöhnt, ist, man kann Fähigkeiten buffern. Das heißt, ihr könnt Fähigkeiten in eine Warteschlange setzen. In dem Fall, was ich jetzt eben gemacht habe, ist, ich lege ja die erste Barrel, platziere dann die zweite und drücke sofort mein Q auf die erste. Dadurch, dass wenn die Cast-Animation der zweiten Barrel fertig ist, kommt automatisch mein Q raus auf die erste Barrel, ne? Das heißt, wenn ihr das anseht, EQ, meine Maus war bereits weg und er hat trotzdem beide Befehle durchgeführt. Das ist bei Barrel-Kombos immer ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt eben einmal die Standard-Kombo, ne? Die geht relativ easy. Es gibt dann noch zwei weitere Techniken. Ja, es gibt eigentlich noch einmal die hier, ne? Ihr könnt halt, wenn ihr ganz langsam seid, einfach zwei ready haben und danach einfach so eine Dreier-Barrel-Kombo machen. Ist so ganz einfach. Es gibt einem sehr viel Zeit, das zu machen. Der Vorteil bei einer 3-Barrel-Kombo ist, dass euer Gegner weniger darauf vorbereitet ist. Gerade auf den loweren Elos ist es so, also sogar auch teilweise in den höheren Elos ist es echt so, da geht keiner von aus. Die sehen, okay, hier ist Kreis, ne? Und ich bin hier, also mit ich meine ich jetzt so der Gegner. Und okay, der hat eine zweite platziert, hat sie nicht hochgehen lassen. Dann ist er jetzt auf einmal hier und denkt, okay, ich bin safe. Ich bin fein raus. Ja, und danach macht er eine 3-Barrel-Kombo und der Gegner ist halt platt. Sorry Leute, wegen meiner Nase, ich bin aber noch ein bisschen krank. Was es jetzt aber auch gibt, ne, ist, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Freddy hat das Phantom Barrel genannt. Das ist übel schwer zu machen. Und zwar könnt ihr mit einer Barrel direkt eine Zweier-Barrel-Kombo machen. Das heißt, ihr packt da eure erste Barrel hin, ne, cute sie und danach direkt eine zweite. Phantom Barrel-Kombo, das ist halt schon eine Fast-Kombo. Kann man halt noch relativ schnell machen, ne. Gerade ab Level 13, weil, ganz wichtig, Gangplanks Barrels verlieren ja ihr Leben schneller, je höher ihr im Level seid, ne? Deswegen, ist es eigentlich ganz gechillt. Der Unterschied hierbei ist jetzt einfach, im Normalfall packt ihr zuerst die zweite Barrel hin und queut sie dann. Bei der Phantom Barrel sieht das nämlich so aus, dass ihr direkt die erste Barrel queut und danach eure zweite erst platziert, ne? Ich weiß nicht, ob ich das nicht wieder hinbekomme. Habe ich diesmal nicht hinbekommen. Das ist halt, ne, auch ein Nachteil dieser Technik. Die kann man nicht immer machen. Also selbst Gangplank Mains kriegen ihre Barrel-Kombos nicht immer perfekt hin, gerade wenn es um die etwas sneakigeren geht. Ah, ich hab's wieder nicht hinbekommen. Auf jeden Fall, diese Technik gibt es. Danach gibt es noch die dritte, das ist halt die Dreier-Barrel-Kombo. Die ist, wenn man sie einmal drauf hat, etwas leichter durchzuführen. Einfach nur, weil es einem etwas mehr Zeit gibt. Weil wenn ihr euch das anseht, wenn ihr eine Barrel queut, geht diese Verbindung los, ja. Und dadurch, dass die erste Verbindung erst die, also dadurch, dass die erste Barrel erst die zweite hochgehen lassen muss, haben wir noch ein weiteres kleines Zeitfenster, wo wir die dritte Barrel so gesehen nutzen können. Das heißt, wir packen hier die erste hin, ne? Also so sieht das jetzt in langsam aus, das hatten wir auch eben nochmal. Danach die zweite, Q die erste und packen danach unsere dritte Barrel hin. So sieht das in langsam aus. Natürlich ist die Dreier-Barrel-Kombo, genauso wie die Phantom Barrel, eine Technik, die muss man sehr, sehr, sehr schnell machen. Das ist ultra wichtig, dass man das schnell macht. Einfach nur aus dem Grund, es soll den Gegner überraschen. Ja, gerade im Late Game, Gangplank, der einen Crit raushaut mit einer Barrel AOE oder sowas, das kann richtig wehtun, Leute. So, das sieht so aus. Wir platzieren die erste Barrel. Wir stehen im Idealfall vor ihr. Ganz wichtig. Platzieren dann die zweite, Q'n die erste Barrel und platzieren dann währenddessen die dritte Barrel hin. Das sieht dann in etwa so aus. Dreier-Barrel-Kombo, ne? Ist dann auch wieder etwas sneaky, aber man kann damit richtig geile Baits machen. Jetzt zum Beispiel, das hier ist ein Klassiker. Gehen wir mal davon aus, dass der Gegner hier vorne steht. Irgendwo hier, ne? So, der erste Tower ist weg. Platziert hier eine Barrel um die Ecke. Ja, läuft vor. Oh, okay, ich hab's gerade verkackt. Auf jeden Fall, ne? Läuft vor und platziert dann auf einmal die dritte hin. Davon gehen ganz wenig Leute überhaupt erst davon aus. Weil die sehen die erste Barrel hier nicht. Ihr seht den Kreis, ne? Ist ja normal, weil ihr habt die Vision. Und dann haut ihr auf einmal einfach raus. Ah, ich war da wieder gerade etwas zu langsam. Auf jeden Fall, denke ich mal, versteht ihr auch das Ganze. Es hat eben noch funktioniert. Wie gesagt, Leute,
Das sind Kombos, die nicht immer funktionieren. Gerade die Phantom Barrel und die schnelle Dreier Barrel sind ziemlich, ziemlich schwer zu machen. Einige Tipps, die ich euch mitgebe, ist, steht auf maximaler Entfernung mit eurer Q zur Barrel. Weil ihr müsst das so sehen, ne? Je weiter ihr von der Barrel weg seid, desto länger ist die Travel Time von eurer Q zur Barrel hin. Das heißt, wenn ich natürlich hier vorne stehe, geht's natürlich nicht. Die Q kommt sofort an. Ist ja klar, ne? Wenn ich dann aber auf einmal hier hinten stehe, ne? Ups, ich hab's gerade irgendwie verkackt. Auf jeden Fall geht's ja dann aber aus dem Prinzip, geht das Ganze halt viel, viel schneller. Einfach nur aus dem Grund, weil die Travel-Zeit viel weiter weg ist. Auf jeden Fall, Leute, das war's hier mit meinem Gangbang-Tutorial um die Barrels. Wie gesagt, es geht nicht immer. Ne? Es geht nicht immer, das sind eigentlich auch die bekanntesten Techniken. Mir fällt jetzt keine, ich kenne gar keine weitere. Ihr könnt natürlich das Ganze auch, ihr müsst das nicht immer in einer Linie machen. Ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen ums Eck machen quasi. Dann macht ihr das so. Geht halt auch. Auf jeden Fall, das war's mit meinem Tutorial, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Falls ihr selbst noch Ideen für weitere Tutorials habt, also Champion-bezogene Tutorials, einfach ab in die Kommentare rein, Leute. Wie ihr wisst, ich gehe die Kommentare immer durch. Immer. Da gibt's keine Frage. Und natürlich, wenn ihr immer wissen wollt, wann wir ein neues Video haben, lasst doch einfach dem Channel ein Abo da, Leute. Ich bin erstmal weg und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.